Zensurgesetz gilt. Ab sofort entscheidet Brüssel, was du siehst. Das umstrittene Zensurgesetz der EU tritt nun in Kraft. Und welche fatalen Folgen, das hat das schauen wir uns in diesem Video an. Findest du, dass jede Art der Desinformation, also das faktische Lügen oder auch Hass verbreiten darf? Also erstmal ist die Frage, was bedeutet Desinformation? Meiner Meinung nach sind viele Dinge, die wir in den Nachrichten hören, absichtliche Desinformation, um uns in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Deswegen, wer entscheidet erstmal, was Desinformationen sind und was nicht? Aber wenn du eine Meinung äußerst zu gewissen Themen, dann darf das nicht verboten werden, meiner Meinung nach. Dann brauchst du auch nicht mehr das Wort freie Meinung irgendwie, dann gibt's halt keine freie Meinung mehr, Digga. So. Sofern Unternehmen künftig Hassrede und Desinformation nicht zufriedenstellend bekämpfen, drohen ihnen Strafzahlungen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüse, ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in ein weiteres Video rein. Mal wieder von der guten Chrissy. Ja? Haben wir uns schon länger nicht mehr reingezogen. Es geht, glaube ich, um das Thema, dieses neue Gesetz, was verabschiedet wurde, bezüglich Zensur in Europa. Social Media etc. pp. Zensurgesetz gilt. Ab sofort entscheidet Brüssel, was du siehst. Ausrufezeichen. Und das hat auch mit dem zu tun, was ich eben im Chat schon angesprochen habe. So, Leute trauen sich immer weniger, ihre Meinung zu sagen, weil immer mehr Mechanismen am Start sind, die es Leuten schwierig machen, ihre eigene Meinung zu äußern. So. Weil die Leute gemerkt haben, wenn du deine Meinung ein bisschen abweicht von dem, was gerade die Masse sagt, so, dann wirst du bekämpft, dann wirst du gecancelt, dann verlierst du das, dies, dann kriegst du keine Monetarisierung mehr auf YouTube, dann kriegst du keinen Deal mehr bei dem Label, dann passiert da und da, das, dies, sodass viele Leute einfach ihre Meinung gar nicht mehr sagen, weil die sich denken, Bro, ich brauche auch Geld, ich will mein Geld verdienen und deswegen gehe ich da einfach mit. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dagegen aufstehen, weil am Ende wollen wir doch alle eine Gesellschaft eigentlich haben, wo jeder das, was er denkt, aussprechen darf, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so sieht, aber ich finde, das ist die einzig gesunde Gesellschaft, wenn du ohne mit irgendwelchen Sachen rechnen musst, einfach sagst, was du denkst, Digi. Weißt du, was ich meine? Ist doch cool. Ich finde es auch faszinierend, wie Leute sich davon angegriffen fühlen, dass ein anderer eine andere Meinung hat. So weit sind wir gekommen auf jeden Fall. Aber das geht jetzt schon wieder zu tief. Ich will euch nicht voll labern. Wir gehen mal in das Video rein. Gucken mal, was die Chrissy hier zu erzählen hat. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und genau aus diesen Gründen auch meinen Rumble-Kanal abonnieren. Erster Link unten in der Beschreibung. Rumble it in, man. Da kommen alle Videos online, die von YouTube zensiert werden. Ich küsse euer Herz. Los geht's. Oh shit, man. Ich glaube, die Chrissy ist schwanger, ne? Man sieht es hier langsam an hier auch. Pummeliger am Start, wenn ich das so sagen darf. Aber süß. Nicht negativ. Schwangerheit in, man, Alter. Ich will auch Kinder, ich schwöre dir. Wie heißt das Gesetz nochmal? DSA, ne? Digital Service Act oder was? Los geht's. Das umstrittene Zensurgesetz der EU tritt nun in Kraft. Und welche fatalen Folgen, das hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo meine Lieben, trotz sehr, sehr viel Kritik ist dieses Gesetz jetzt in Kraft getreten. Ja, das Problemchen ist, dass da viel mehr dahinter steckt, als uns weiß gemacht wird. Denn prinzipiell heißt es, offiziell soll es den Nutzern mehr Transparenz bieten. Ja, das ist ja immer so, dass die schön so positive Wörter auf jeden Fall benutzen, damit wir alle denken so, ja Digga, geil, das ist ja eigentlich was Gutes für uns so. Wir so ein Hitze-Dings bekommen, so ein Hitze-Lockdown, dass wir zu Hause bleiben müssen, wenn 35 Grad ist und Veranstaltungen gecancelt, das ist ja eigentlich was gut. Die wollen ja, weißt du, was ich meine? 15-Minuten-Städte, QR-Code scannen, die digitale Kryptowährung, das hat ja alles nur Vorteile. Und mehr personalisierte Werbung verschaffen, dass man da ein bisschen mehr weiß, was denn so alles im Hintergrund passiert. Denn das ist natürlich wichtig. Deine Privatsphäre, dein Datenschutz und vor allem du, dass du vor fieser Werbung bewahrt wirst. Ich meine, Deutschland, schau dir das an. Ricarda Lang, Özdemir, hier die Snackverbote in Werbungen. Man möchte nur dich schützen. Und sonst natürlich nichts. Es ist der Digital Service Act. Scheiße, der ist jetzt echt in Kraft getreten, ne? Wie er genannt wird, DSA, auf Deutsch Gesetz für digitale Dienste. Wir nennen ihn Zensurgesetz, nennen wir es jetzt einfach mal so, einfach mal von mir ausgedacht. Unerwünschte Informationen in sozialen Netzwerken sollen eben auch bekämpft. Auf Deutsch Gesetz für digitale Dienste in Kraft. Offiziell soll es den Nutzern mehr Transparenz über personalisierte Werbung verschaffen. In Wahrheit bedeutet der DSA, Digital Service Act, noch mehr Regulierung von Hass, Desinformation. Kurz unerwünschte Informationen im Internet und führt zu diesem Zweck neue staatliche und überstaatliche Kontrollorgane ein. Und das ist krass. Ich schwöre dir, ich habe das schon gemerkt, Freunde.
Also Videos werden auf YouTube auf jeden Fall viel schneller eingeschränkt. Man muss jetzt echt gucken, was für einen Titel benutzt man, was für ein Thumbnail benutzt man. Das ist immer schwieriger geworden. Als ich angefangen habe mit diesen Reactions, war das eigentlich egal. Ich habe so heftige Titel genommen und mittlerweile muss man da echt vorsichtig sein, was du für einen Titel nimmst, was für ein Thumbnail, was in den ersten 30, 40 Sekunden erzählt wird, weil immer mehr Videos halt eingeschränkt werden. Und es macht halt auch keinen Spaß so. Und so erziehst du halt auch Content Creator dazu, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, beziehungsweise einfach die Sachen nicht mehr anzufassen und über andere Themen zu reden und andere Dinge zu tun. Und dann werden alle wieder immer nur das Gleiche machen, weil es keine wirkliche Freiheit mehr gibt, die Dinge so zu tun, wie du sie gerne machen würdest, weil dann kriegst du vielleicht kein Geld oder dann verdienst du mit dem, was du machst, vielleicht kein Geld. Deswegen finde ich Alternativplattformen auch extrem wichtig. Und deswegen sage ich auch immer am Anfang von den Videos aktuell, dass ihr mich auf Rumble abonnieren sollt, weil Bro, es muss Plattformen für die Zukunft geben, wo du noch das sagen kannst, was du denkst. Rumble ist auf jeden Fall so eine Plattform. Deswegen abonniert mich auf Rumble, meine lieben Freunde. Vecio. Werden. Du weißt, diese Forderung, die wurde schon so, so oft gestellt. Selbst Baerbock hat darüber gesprochen, dass das gar nicht geht, diese Desinformationen. Und eine Strack-Zimmermann hat sogar gesagt, dass es gar nicht geht, dass über Politiker da dahergezogen wird und so weiter. Das bedeutet nun, dass alle EU-Mitgliedstaaten eigene Behörden einführen müssen. Google und Co. werden direkt den Brüsseler Zensoren dann unterstellt. Ja genau, wenn du denkst, dass sie unterstellt sind und es nicht andersrum sind, naja gut. Das Heftige dabei ist ja, dass es ja so ein europäisches Ding ist, ne? Also ich habe jetzt in Amerika zum Beispiel in den Medien gesehen, dass du jetzt auch da mittlerweile auch voll offen über Impfung reden kannst, über Corona, über die Wahlen, dass die Wahlen manipuliert wurden und so. Also es ist schon krass, weil ich halt auch glaube, dass die Content-Creator in den Staaten auch ein bisschen intensiver unterwegs sind. Also da würden sich viele halt, Mann, da würden sich viele Leute zusammentun und sagen, ey, das geht nicht. Weißt du, wie ich meine? Also die haben da ein bisschen mehr zu verlieren, glaube ich. Ich glaube, viele Leute würden das nicht mitmachen wollen. Deswegen, in Deutschland funktioniert es halt auch voll easy. Ich glaube nicht, dass du wirklich mit Gegenwind zu rechnen hast in Deutschland, wenn solche Geschichten immer mehr Einzug nehmen. Okay, und hier heißt es nämlich, in Wahrheit bedeutet dieser Digital Service Act noch mehr Regulierungen von Hass, Desinformationen, kurz unerwünschte Informationen im Internet und führt zu diesem Zwecke neue staatliche und überstaatliche Kontrollorgane ein. Das deutsche Online-Magazin Tichys Einblick hat kommentiert, der DSA ist ein typisch trojanisches Pferd aus Brüssel. Er zieht die Daumenschrauben der Diskussionseinschränkung noch einmal kräftig an. So weitreichend der Eingriff dabei ist, in Wahrheit ist er nur ein Etappenziel auf dem Weg zur totalen Kontrolle des öffentlichen Raumes. Man frage sich mittlerweile, was eigentlich notwendig wäre, damit Brüsseler Bürokraten einmal mehr Redefreiheit einfordern würden. Also es heißt hier mehr Einschränkungen, mehr sonst was. Es heißt nämlich, naja, das Internet wurde veröffentlicht, es wurde jedem zur Verfügung gestellt und nun tummelt sich dort. Das Pakt, Digga, das Verschwörungspakt, Digi, die müssen wir beseitigen. Kann wohl nicht wahr sein. Kriminalität, kein Datenschutz, eigentlich nur Werbung, verlockende Angebote und vor allem Desinformation. Und eins nach dem anderen muss eben auch bekämpft werden. YouTube ist wie Fernsehen geworden. Auch Twitch wird auch so, glaube ich, in Zukunft noch mehr sein. Ist auch schon extrem, ne? Also es ist leider so wie Fernsehen geworden, es wird jetzt reguliert. Du kannst nicht mehr das sagen, was du denkst. Und deswegen muss es neue Plattformen geben, die auch wirklich Anklang finden und wo wirklich auch viele Leute hingehen und sich das reinziehen, so, weißt du? Was gibt's denn für, also gibt's irgendwelche Content-Creator aus Deutschland mit alternativen Geschichten, die auf einer anderen Plattform stattfinden, die auch in diese Richtung geht wie YouTube, also so wie Rumble? Schon bisher konnten soziale Dienste wie Facebook unter der Hand zu den genötigt werden, das zu tun, was Regierungen wünschen. Dafür sorgten unterschwellige Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und Regierungen. Wenn du derartige Sätze liest, dann bitte denke nicht daran, dass armes Googlechen oder Meta oder sonst wer hier darunter unter den Regierungen auch noch stehen und da nach ihrer Nase
pfeifen und da so schlimme Konsequenzen haben oder auch an Elon Musk dafür, die also gegen die Zensur ist und für die Meinung und sonst was. Also all dieses Hin- und Her-Gerede, ich denke mal, da hast du, zumindest wenn du nicht neu auf dem Kanal bist, wenn du neu bist, dann lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Aber wenn du nicht neu bist, dann hast du das schon ganz oft von mir gehört, wie da die Verbindungen sind. Auch Klaus Schwab hat gesagt, dass Regierungen und die Privatunternehmen gemeinsam miteinander arbeiten müssen. Damit sind natürlich die Großen gemeint, wenn du denkst, dass der Mittelstand da daherkommt, der Dönerverkäufer von denen. Der eine Bruder fragt, findest du, dass jede Art der Desinformation, also das faktische Lügen oder auch Hass verbreiten darf? Also erstmal ist die Frage, was bedeutet Desinformation? Meiner Meinung nach sind viele Dinge, die wir in den Nachrichten hören, absichtliche Desinformation, um uns in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Deswegen, wer entscheidet erstmal, was Desinformationen sind und was nicht? Fakten, auch schwieriges Wort, weil Leute sagen schon, wenn 4 Wissenschaftler sagen, das ist ein Fakt, dass es Fakten sind, obwohl es vielleicht 100 Wissenschaftler gibt, die das anders sehen bei gewissen Themen, zum Beispiel Corona. So. Deswegen ist das auch schwierig. Ich bin einer, der sagt, man soll seine Meinung frei äußern dürfen. Wenn es eine Meinung ist. So, Meinung ist kein Fakt. Meinung ist eine Meinung. So, und da kannst du dich hinsetzen und sagen, ja, okay, das sehe ich nicht so, oder kannst dich hinsetzen, ja, okay, das sehe ich so. Und wenn du jemanden nicht feierst oder eben seine Meinung nicht feierst, dann zwingt dich keiner dazu, das dir reinzuziehen. Warum sollte man das verbieten? Aus was für einem Grund? Das ist Kontrolle, und Kontrolle ist nie gut. Ich finde, eine freie Welt freie Welt ist für mich die beste Welt. So. Solange du nicht zu Straftaten aufrufst, dich hinsetzt, Straftaten aufrufst oder vor Cam irgendwelche Straftaten tätigst oder so, das sind Sachen, die muss man verbieten. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du eine Meinung äußerst zu gewissen Themen, dann darf das nicht verboten werden, meiner Meinung nach. So. Dann brauchst du auch nicht mehr das Wort freie Meinung irgendwie, dann gibt's halt keine freie Meinung mehr, Digga. So. An und da mitarbeiten darf bei der Regierung. Nein, so sieht das natürlich nicht aus. Ganz, ganz anders. Und da verstehst du mal diese ganzen Zusammenhänge, wie was zustande kommt. Der große Player unter den sozialen Netzwerken und Suchmaschinen allerdings, Facebook, Google und Co., unterstehen aber direkt der EU-Kommission und ihren Zensuren, also die Ärmsten. Sofern Unternehmen künftig Hassrede und Desinformation nicht zufriedenstellend bekämpfen, drohen ihnen Strafzahlungen von bis zu... Guck dir das mal an, Digga, wie die unter Druck gesetzt werden, ey. 6% des Jahres... 6% des Jahresumsatz, wenn sie in Zukunft nicht zufriedenstellend Hassrede oder Desinformation bekämpfen. Allein das Wort Desinformation. Jahresumsatzes. Wow. Also zum Beispiel Facebook erzielt 2022 einen Umsatz von 116,6 Milliarden Euro. Strafzahlungen würden dann knapp 7 Milliarden Euro ausmachen. Also nicht so nett. Da würde man als Unternehmen ja definitiv sofort alle Desinformationen löschen. Kommt das nun von der Regierung oder kommt das von... Ding ist halt auch, die sehen halt auch, wie diese angeblichen Desinformationen immer mehr Anklang bekommen, weil immer mehr Leute aufwachen und immer mehr Leute sich denken, ey, was spielen die hier eigentlich für ein dummes Spiel mit uns? Und dann gucken die halt alternative Geschichten an, die mal durchrutschen hier und da. Und du siehst ja auch, wie diese Plattformen immer größer werden und die Videos auch immer mehr verbreitet werden, auch auf Instagram und so. Und das merken die halt, die denken sich halt, oh shit, Alter. Das sorgt ja dafür, dass noch mehr Menschen eventuell aufwachen und noch mehr Menschen anfangen, frei und selbst zu denken. Und da muss natürlich ein Riegel dazwischen geschoben werden, meine lieben Freunde. Unternehmen, dass sie... Sie würden das ja gar nicht machen. Doch der Jahresgewinn von Facebook betrug lediglich 23 Milliarden Dollar. 7 Milliarden würden also auch fast ein Drittel des Gewinns kosten. Ja, das ist schon... Erstmal durchgeatmet, sagst du? Sehr, sehr heftig. Und das bedeutet, dass Plattformen, die natürlich nicht da nach der Nase tanzen würden, jetzt gehen wir von den Großen weg, sondern grundsätzlich, ja, die würden dann sehr heftigen Strafzahlungen unterstellt werden. Und da kannst du dir dann nochmal überlegen, möchtest du dann überhaupt das zur Verfügung stellen in der EU oder vielleicht dann doch nicht. Und damit beginnt ja auch schon eine Zensur, indem du sagst, nee, okay, Europa lasse ich aus. Ich mache das dort, wo ich vielleicht noch freie Regularien habe und nicht bei jeder Kleinigkeit dann sofort in irgendwelchen Gerichtsverfahren gezogen. Warum passiert es eigentlich nur in der EU, dieser Digital Service Act? Das ist sogar ein englischer Name, warum ist es nicht weltweit? Werde. Denn die Zensur... Vor allem sind doch alles Ami-Unternehmen, jo? ...beginnt, wo man einfach nicht mehr frei handeln kann. So, wir haben das hier
auf diesem Kanal ganz gut miterleben können, was alles passieren kann, wenn die Zensur voranprescht. Und man muss ja wirklich schon aufpassen. Ihr selbst ja auch. Ihr sagt mir ganz, ganz oft ja in den Kommentaren, da wird gelöscht, mein Account wird gelöscht oder sonst. Twitter wird untergehen. Nein, Twitter wird aufsteigen. Also da geht es schon richtig heftig zu, muss man schon sagen. Aber man muss... Heißt nicht mehr Twitter, heißt jetzt X. Bijou. Ich würde sagen, ist ein privates Unternehmen, ja. Private Seite. Also entweder du schaust dir die Millionen Richtlinien an und oder du hast halt dann einfach Pech gehabt, wenn du dagegen verstößt. So und nicht anders wird das heutzutage gehandhabt. Und wenn man sich keine Alternativen sucht, wie zum Beispiel meine eigene Plattform, ich sage es ja immer wieder, meinopinio.com, weil eben so viele gesagt haben, ja, das wird eh nichts, aber doch, es ist jetzt ein halbes Jahr her und es sind so viele Mitglieder, es sind so viel Austausch, so viele positive Erfahrungen. Ich habe enorm viele Videos dort gemacht, also unzensierte, wo ich einfach merke, es ist einfach wunderschön zu sagen, was man zu sagen hat. Die hat ihre eigene Plattform. Ja, ist halt auch cool, eine eigene Plattform zu haben, aber ich fände es halt viel cooler, wenn man halt versucht, eine echte Alternative zu schaffen, weißt du? Ich meine, okay, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann eine echte Alternative zu den Mainstream, also zu den großen Plattformen, aber da muss man sich mit mehreren Leuten zusammentun, glaube ich, die schon irgendwie groß sind. Einer sagt gerade aber, auf Twitter ist doch am meisten Hass, oder? Fragezeichen. Free Speech halt auf Twitter, mehr oder weniger, ne? Die haben auch ihre Grenzen und da wurden auch schon einige eingeschränkt, so. Aber mehr oder weniger Free Speech würde ich es einfach mal nennen, seitdem Elon Musk das Ding aufgekauft hat. Das heißt, wenn Digital Service Act kommt, dann gilt es aber nur für Twitter Deutschland oder was? Weil Twitter ist ja jetzt von Elon aufgekauft worden und die akzeptieren ja viel mehr als vorher so. Also man kann da viel krassere Dinge posten als früher. Aber jetzt nicht mehr in Europa oder was? Oder machen die da nicht mit? Stand Twitter auch eben auf der Liste mit dabei? Ich küsse dein Herz, Chrissy. Danke für die Information. Liebe geht raus. Digital Service Act Germany, Europa meine ich. Ich bin gespannt, was das dann auch wirklich für Auswirkungen hat noch langfristig. Was passieren wird, weiß ich nicht, Digga. Ich bin echt gespannt, wie das mit dieser freien Meinungsäußerung generell weitergeht auf der ganzen Welt. Also was da passieren wird, weil da wird auf vielen Ebenen versucht, die Leute zu bekämpfen. Und ich frage mich, wo das langfristig noch hinführt. Ich hoffe, es gibt immer mehr Leute, die auf jeden Fall sich ihre Meinung nicht verbieten lassen und ja, einfach aufstehen dagegen und sagen, nee, wir wollen eine freie Meinungsäußerung noch haben, bei uns hier in unserem Land oder in Europa oder generell auf der Welt. Und dafür müssen wir halt auch was tun. Nur Videos reinziehen oder irgendwie was posten oder ein Like dalassen oder so, hilft halt nicht wirklich was. Man muss halt aktiv irgendwas tun. Vielleicht selber mal ein Video machen oder andere Leute unterstützen, die aktiv irgendwas tun. Ja. Oder vielleicht bald auch mal auf die Straße gehen und mal demonstrieren und sagen, nee, weißt du? Ist auch eine gute Geschichte immer. Ja, Mann. Schreibt eure Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. YouTube, danke für den Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Es wird immer Plattformen geben, wo sich Gleichgesinnte sammeln können. Sagst du ja, Arthur? Ja, das Problem ist halt nur, dass man dann eventuell... Also, ich glaube schon, dass viele Content-Creator so auch gut bekämpft werden können, die jetzt alternativ ihr Ding machen, weil ich glaube halt schon, dass wenn du mal jetzt YouTube zum Beispiel verlierst, so als Content Creator selber, wenn du selber jetzt Content machst so und du verlierst deine YouTube-Plattform, dann ist halt auf einer anderen Plattform, gerade auf Deutsch, sich eine Reichweite aufzubauen und da wieder so viel Geld zu verdienen, dass du davon leben kannst, ist schwierig, Digi. Also ich glaube, viele werden dann sagen, ja okay, dann gucke ich irgendwie anders, weißt du? Ich glaube schon, dass man damit auf jeden Fall einige weg vom Fenster bekommt. So.